Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir spielen die Kampagne. In der letzten Folge haben wir ja mal den Prolog durchgespielt. Beziehungsweise, ja doch, kann man sagen, durchgespielt, angeschaut. Das Spiel hat uns ja dann doch recht schnell in die Schranken gewiesen. Ja, wir fangen mit der ersten Mission an, würde ich sagen. Durch mehrere Rast und Blut, also wir durchleben einzelne Soldatengeschichten. Ich weiß nicht, ob es bei den 5 hier bleibt oder mehr wird. Kommt mir jetzt ein bisschen wenig vor für eine Kampagne, also für einen Singleplayer, aber gut, schauen wir mal. Und wir starten durch Morast und Blut. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Meistens. Riebkeur, Frankreich, Herbst 1918. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahen Winters befestigen die Deutschen ihre Stellung, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brandet die feindliche Infanterie vergeblich gegen den deutschen Beton. Die Karte bleibt jedoch unverändert. Der schwer bewaffnete... Am 17. Oktober bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet das alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch, aber der V-Mark-Panzer hat einen entscheidenden Hinterhalt. Ich glaube, ich lese besser nicht vor, der Text geht zu schnell weg. Ja, wir wollen noch ballern, wir wollen nicht lesen, mein Gott. Psst, leise. Komm schon, sonst verpasst du noch alles. Wir noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Alter.
verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Okay. Muss ich jetzt fahren oder muss ich schießen? Okay. Das macht unseren Jungs etwas Platz. Das ist unser Einsatz. Vollgas! Muss ich jetzt fahren oder was? Spiel? Ja, ich denke, ich muss fahren. Optionen. Tastenbelegung. Fahrzeug. Maus. Nee, mach mal auch, ne? Hier. So. Nach rechts. Nach links. Höher zielen, Tierachse. Okay, das muss ja reichen, oder? Ja, da hatte ich mich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Dann mal los, Jungs. Geben wir Gas. Siehst du den Panzer, Edwards? Wir dürfen nie so im Schlamm stecken bleiben. Sie haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Wenn du es so überlegst, es sind unsere Urgroßeltern, die hier gekämpft haben, ne? Zum Teil. Der böse Deutsche jetzt zumindest. Okay. Schlamm. Sie sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Ich bin Schlamm gefahren. Es liegt am Schlamm. Es macht das schon. Diese MGs halten unsere Jungs auf. Treffer! Feldgeschütz platt machen, aber schnell! Okay. Das war die Schütze. Oder müssen wir jetzt nur die Fahne einnehmen? Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Da oben, oder? Los! Jetzt gibst du auf, wenn wir ihn dazu zwingen! Ja, wir müssen den Punkt halten hier. Okay. Ich glaube, wir sollten mal drehen. Quasi jetzt? Die Jungs rücken vor! Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Was war das für ein 2-Wechsel? Drittes
Alter Vater. Wir sind rechtschaffene Männer! Gut gemacht, Jungs. Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein. Nicht nachlassen, Jungs. Direkt frontal drauf. Die dicke Bestie macht das schon. Ja, so nicht, Explorer. Ziel zerstört! Der Panzer wirklich so wendig, wa? Au! Ist die dumme Sau, war das? Ja. Schieß das MG in Stücke! Hab ich. Stellung halten und Bereich sicher, damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Alter. Bleib mal besser hier. Das ist gut. Wir zeigen es Ihnen, Jungs. Kollege. Nein, die nicht. Für König und Vaterland, Jungs! Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung. Wir fahren zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei. Alter. Panzer reparieren. Ach, reparieren muss ich selber. Achso, okay. Au! Das kann ich auch. Erwischt! Muss ein bisschen reparieren. Weiter geht's mit der dicken Bertha. Haltet diese Stellung und schaltet die restlichen Jurys aus. Wo ist denn der? Wechseln wir die Waffen. Den wird man sehen. Da ist er. Okay. Mach. Feldgeschütz ausgeschaltet. Ist das ein Panzer? Was? Was? Ich will da nicht raus. Ja, Edward? Edward? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Finch! Finch, bring uns hier weg!
Scheiße. Reiß dich zusammen, Junge. Bring uns zum Laufen. Ja, wie repariere ich jetzt? Edward, reparier sie und komm wieder rein. Ja, mach ich so. Wie er sich durch die Häuser fräst hier, ey. Da ja auch? Ja, leck mich fett, ey. Wo kommt der Schuss denn her? Oha. Panzerstück fest. Abrissunternehmen Explorer, herzlich willkommen. Ich komme überhaupt nicht zum Reden, aber... Alter! Reparieren hier, Kollege. Nein, du machst uns nicht platt. Boah. Ist das Titanium oder was? Jetzt nicht mehr. Alter. Ich glaube, wir müssen noch weiter reparieren, ne? Leck mich fett, ey. Ja, sorry, wenn ich so ruhig bin, aber das ist so quasi mein erster Shooter, den ich jetzt im Singleplayer spiele und ich bin voll drin im Spiel. Jetzt habe ich gelesen, es soll ja Codex-Bücher geben, aber wir können ja gar nicht aussteigen, ne? Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ein Maschinengewehr weniger! Da ist er. Geschütz erledigt! Gib Gas, Edward! Komischerweise Gebäude kannst du nicht so wegnutzen, ne?
knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt bin ich dran. Schon da. Heißt ihnen ein, Jungs. Big Willis Hof. Ja, jetzt fällt er den Baum hier. Ja, lauf du. Nicht nachlassen, Jungs. Bald gehört diese Stellung uns. So. So. Achtet auf die Panzerabwehr! Ja. Artillerie voraus! Jetzt erledigen wir sie alle! Zerstöre die feindliche Artillerie. Okay. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Haben wir den noch nicht erledigt hier oben? Geschafft! Wahrscheinlich, das ist noch einer, oder? Ziel zerstört! Alter Vater! Ja, man kann. Das, deutscher Panzer! Er kommt auf uns zu! Drecksack so. Schon ruhig schießen. Komm, ich muss auf einen Weg. Ja, das wird sie ruhig stellen. Wo bist du? Komm so. Komm. Spring ins Wasser. Sieht aus, als wären sie auf Panzer vorbereitet. Haltet die Augen offen. Jemand hat diesen Panzer zerlegt. Panzerzerstörer. Die Deutschen haben einen Panzerzerstörer. Was? Party macht das schon. Ja. Dass sie die Brücke nicht sprengen. Was macht er denn da? Hast du den Cheater gesehen? Hast du den Cheater gesehen? Scheiß Schlamm! Schub erhöhen und durch! Nur einer noch. Ja. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treibt sie zurück, Jungs! Lasst das in Ruhe! Keine Zukunft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kotzhard! Kotzhard! Richard! Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Thank you.
Komm, nimm die Tau. Mach's. Sonst war alles umsonst. Edward! Lass die Taube frei! Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Flieg los, mein kleiner Freund. Ja, mit diesen Bildern verabschieden wir uns ganz schnell, damit ich die nächste Folge ratzfatz direkt wieder beginnen kann. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend und mach's gut. Bis demnächst. Tschüss und bye bye.